herzlich willkommen bei der neuen Folge Beat Yesterday. Schön, dass ihr dabei seid. Heute was Neues. Ihr habt sicherlich schon von Minimalschuhen gehört, gelesen oder bei mir schon gesehen. Ich habe die selber an. Die sind nämlich für Minimalschuhläufer sehr gut. Diese Laufstil oder Lauftechnik hat sehr viele Namen. Post-Running, Chi-Running oder Natural-Running. Das ist im Endeffekt nur, dass man nicht mit der Hacke zuerst aufkommt, sondern mit dem Mittelfuß und ein paar andere Techniken kann man barfuß vollziehen oder eben mit solchen Minimalschuhen. Die sorgen dafür, dass man bei dieser Technik nicht rauskommt. Mit normalen Schuhen kann es sein, dass sie, weil sie eben schwer sind, eben die Füße anders belastet werden und dass wieder die Hacke dann zuerst aufkommt und dass sie behindert sind bei diesem Lauf. Ist bei diesem Schuh hier oder bei solchen Schuhen nicht der Fall. Die sind jetzt gerade von Merrell, die ich anziehe. Da gibt es aber noch ganz viele Marken, die ihr euch angucken könnt. Vier Punkte, die so einen Minimalschuh ausmachen. Der erste Punkt ist, dass sie sehr leicht sind. Das werdet ihr merken, wenn ihr anhebt, das ist sehr, sehr leicht. Vielleicht auch sehr ungewohnt von normalen Schuhen. Die wiegen jetzt so um die 120 Gramm. Viel schwerer sollten die dann auch tatsächlich nicht sein. Die sind sehr leicht, damit die eben die Fußsteuerung nicht behindern, sondern der Fuß kann dann ganz natürlich nach unten fallen. Der zweite Punkt ist die Flexibilität der Schuhe. Das heißt, bei einem normalen Schuh kann man das hier wahrscheinlich nicht machen. Bei diesem hier geht das sehr leicht. Das heißt, man kann ihn wirklich komplett aufrollen. Der ist sehr flexibel und in allen Himmelsrichtungen beweglich und drehbar. Der dritte Punkt ist die Sprengung. Das heißt, zwischen Hacke und Vorderfuß gibt es keine Höhendifferenz. Das hier ist 0 mm. Das heißt, man steht nicht so auf dem Keil. Ja, was auch ganz nützlich ist, nicht nur für Läufer, sondern auch im Alltag, wenn man sowas im Alltag anzieht. Das kann zu Disbalancen führen, wenn man eben so steht mit so einer Sprengung, 2,5 cm, wie es bei normalen Schuhen der Fall ist. Also wie gesagt, auch im Alltag, das kann zu verspannten Waden führen, das kann wieder zu einer Kippung der Hüfte führen und dann hat man irgendwie Rückenschmerzen und dann vielleicht wieder Nackenschmerzen, nur weil man solche Schuhe anhat. Deswegen Minimalschuhe, die gehen halt nicht nach unten, sondern bleiben gerade. Der vierte Punkt ist eine dünne Sohle. Das heißt, wir haben hier beim Mittelpunkt nicht einen Zentimeter oder mehr Dicke, sondern tatsächlich viel weniger. Das sind ein paar Millimeter, die hier einfach im Fuß vom Boden trennen. Letzter Punkt und Zusatzpunkt ist, dass so ein Minimalschuh, was der Name eben schon sagt, überhaupt keine Unterstützung bietet, wie ein normaler Laufschuh oder ein normaler Trainingsschuh. Der hat eben durch die Sprengung, eben sehr, durch eine sehr blockige und dicke Sohle, hat er eben unterstützt. Es gibt auch so Pronationshilfen und so weiter und so fort. So ein Minimalschuh hat es sowas überhaupt nicht. Das ist eben sehr, wie der Name schon sagt, minimalistisch. Ich habe den Alltagsvorteil schon angesprochen. Keine Sprengung kann aus dem Disbalance rausführen. Ein anderer weiterer Vorteil ist, dass es eine sehr große Toe-Box, also eine C-Box ist. Ja? Die Zehen können eben sich weit spreizen. Bei normalen Schuhen kann es der Fall sein, dass sie sehr spitz geschnitten sind. Das sieht vielleicht gut aus, ist aber nicht unbedingt sehr förderlich für die Beweglichkeit der Füße. Das heißt, wenn die Zehen angespannt sind, dann können die nicht vernünftig greifen. Gerade beim Laufen ist es sehr wichtig, dass die Zehen nach unten vernünftig greifen. Hier können sie wirklich komplett sich spreizen und dann wirklich ist es sehr von Vorteil beim Natural Running oder auch beim normalen Training, beim Krafttraining ist es eben, kann es eben auch sehr nützlich sein. Das heißt, sehr viele Vorteile hat so ein Minimalschuh, nicht nur fürs Laufen, eben für dieses Natural Running, sondern eben auch beim normalen Sport. Das heißt, wenn ihr im Fitnessstudio seid und solche Schuhe anzieht, dann hilft das eben auch, dass sie flexibel sind, dass die Zehen sich spreizen können, dass es keine Sprengung hat, dass wir eben nicht zu Disbalancen kommen. Das sind die Vorteile von Minimalschuhen. Ihr wisst jetzt die Punkte, was die Minimalschuhe sind. Also, wenn ihr auf der Suche danach seid, vier Punkte, leicht, flexibel, keine Sprengung und dünne Sohle. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch weitergebracht. Und wenn ihr selbst diesen Natural Running Stil vollzieht, dann postet das einfach unter Hashtag BeatYesterday. Ich gucke mir das an und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.